Kurz nach der Trennung hat der Uli mich angesprochen. Mit dem Uli bin ich seit vielen Jahren gut befreundet und er hat mich gefragt, ob wir zusammen Musik machen. Das hat mir in der Zeit gut getan. Ich habe ja gesagt und dann haben wir uns einmal in der Woche hier bei mir getroffen und dann ist das übliche Problem aufgetaucht, der Uli raucht. Ja, was macht man da? Also ich habe ihm natürlich einen Aschenbecher hingestellt und ja, dann hat er am Abend vielleicht so 6, 7 Zigaretten geraucht und war ich fertig. Also mir hat das mit der Musik zwar Spaß gemacht, aber ich wusste wirklich lange Zeit nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann habe ich irgendwann mir so ein Herz gefasst und habe gesagt, Uli, ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich muss danach, ich bin 3 Tage völlig erledigt, weil ich hier in dem Raum ja auch arbeite und würdest du bitte auf dem Flur rauchen? Musst du schon wieder einen rauchen? Ja, Mann, lass mich doch mal. Also, ich meine, wir haben jetzt gerade mal Ich 2 Lieder kann ja auch gespielt. nichts dafür, wenn du das ja irgendwie da mit deiner komischen Tour da jetzt mal nicht verstehen kannst. Ich brauche nochmal so einen Entspannung zwischendurch. Kannst du das nicht irgendwie mal? Also, das geht mir ja schon immer so richtig auf den Nerven. Das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit mal sagen. Also das erste halbe Jahr habe ich irgendwie nichts gesagt, weil ich irgendwie auch dachte, das ist ein bisschen Gastfreundschaft. Wir starten hier zusammen ein Projekt, was mir ja auch wichtig ist. Aber man muss sich ja nicht dann immer so anstellen, als wäre man irgendwie Michael Jackson, so ein Ding vom Mund aus der schon quasi. Ist das irgendwie so, ich stelle dem Uli dann immer den Aschenbecher hin. Wenn er kommt, hat er meistens schon die Zigarette vorgedreht und ja, dann braucht er halt seine Pause und dann geht er raus auf den Flur und will aber eigentlich, dass ich mit auf den Flur komme. Weißt du, wenn ich nie irgendwas tun würde und den ganzen Tag nur auf der Couch sitzen würde, dann könnte ich ja auch so besondere Vorlieben oder so was leisten. Steht die Tür immer so ein Stückchen offen, weil meistens habe ich keine Lust, mich dann da draußen einstänkern zu lassen. Einfach ein bisschen affisch. Diese militante Antrieb. Ich muss mich im Grunde jedes Mal überwinden, mich überhaupt mit ihm zu verabreden. Und ja, also ich weiß auch nicht, wie das werden soll. Wir wollen ja auch mal zusammen auftreten. Da muss er garantiert auch rauchen. Und ich stehe dann wieder blöd da und kriege dann wahrscheinlich auch keinen Ton mehr raus. Ich muss dann immer rauslassen. Meinst du, was das ist, wenn wir auf der Bühne stehen? Da in irgendeinem Club, da treten wir da auf. Ich trete natürlich besonders gerne im Raucherclub auf. Tut mir leid, wenn du danach deine Klamotten waschen musst. Ich komme mir da natürlich total bescheuert vor. Ich will ja jetzt auch nicht so super spießig dastehen. Also jedenfalls ist das einfach so, den ganzen Donnerstag und den ganzen Freitag habe ich noch was davon. Dann riechen meine Haare, meine Klamotten und also der Flur ist halt auch nicht so groß, als dass das leicht wäre. Also man kann da auch kein Fenster aufmachen. Also ich muss ja auch singen. Bitte? Ich muss ja wohl auch singen. Mundschutz. Auch wenn jetzt die Nachbarn Besuch kriegen, die müssen ja auch denken, was soll denn das? Ich habe die natürlich nie um Erlaubnis gefragt, ob das okay ist, dass jemand hier auf dem Treppenhaus raucht. Also. Außerdem gibt es dafür auch Medikamente. Scheiße, jetzt ist das Feuerzeug nicht. Jedenfalls der Uli, der kapiert es irgendwie, finde ich. Also der kapiert nicht, dass mir das wirklich was ausmacht und ich. Kannst du noch einmal so ein bisschen was gönnen? Man sagt ja auch so, gönnen können. Kennst du den Ausdruck? Also das Problem ist auch, wenn wir da zusammen Musik machen, dass ich ganz schnell merke, dass mich irgendwas innerlich blockiert. Immer wenn du da bist, selbst wenn du hier auf dem Flur rauchst, stinkt da mal ein Bude irgendwie zwei. Ja, weißt du, mal irgendwann muss man auch mal sagen, wenn man so unentspannt ist, dass man dann auch irgendwie vielleicht auch mal irgendwie einen Krampf kriegt. Ich will mal aufpassen. Also sobald der Uli die erste Zigarette geraucht hat,
habe ich eigentlich das Gefühl, dass das zieht irgendwie so in meine Gehirnwindung rein, dieses Zeug, was in den Zigaretten drin ist. Du bist ja schon so hier zu. Ja, aber hier ist man nur keine. Ja, aber es geht ja hier, es geht ja weg. Die Lunge. Aber ich die Lunge. So redest du. Wenn ich nicht rauche, dann wäre es halt irgendein anderer Scheiß. Guck dir mal das Sofa an, was du dir gekauft hast. Ist dir das nicht breit genug? Nee, das ist. Also ich bin dann nicht mehr so locker, irgendwie klingt dann alles so viel künstlicher. Also das sind Nuancen, das kann man gar nicht so gut beschreiben, aber... Also es ist im Grunde so, das, was den Uli entspannt, das verkrampft mich. So ist das. Wie so eine Gegenwirkung. Geld ausgeben oder so. Mir zu knauserig sein. Was hast du denn davon mit raus? Dann guckst du dir an. Das ist einfach. Ja, es bringt einen unter. Aber ich habe eigentlich immer das Gefühl, die Probe ist gelaufen, sobald die erste Zigarette geraucht wurde. Das ist einfach so. Wogegen beim Uli ist es natürlich umgekehrt, also der wird dann locker, dem macht dann alles viel mehr Spaß, nur bei mir kommt es eben nicht an. Natürlich. Ja, aber ist dir egal. Ja, wenn du gerne 105 werden möchtest, dann machen wir weiter so. Du willst gar nicht so lange leben. Ja, du? Ja, kommt drauf an, wie viele Wochen auf der Welt sind. Dann habe ich wenigstens irgendwie gut gefühlt dabei. Can you help me? Can you help me?